Ich spiele jetzt ein spannendes Loch hier in Lüttitzburg. Die Fahne ist kurz gesteckt, wie du siehst, ganz viel Wasser. So, ich muss den perfekt landen, weil wenn er zu kurz ist, ist er im Wasser. Wenn er zu weit ist, wird er über das Grün in Gefahr springen. So, wünsch mir Glück. Der ist gut getroffen, aber leider zu kurz. Der ist hinter dem Wasser gelandet. Und wieder reingerollt, zurückgesprungen. Was genau ist jetzt da die Vorgehensweise? Bevor ich das dir erzähle, möchte ich Hallo sagen. Willkommen beim Golfen mit Freude. Ich habe ein Video vor 6 Wochen hochgeladen. Es ging um typische Regelfälle, die oft auf dem Platz passieren. Und ich habe versucht, die Regeln so einfach wie möglich zu erklären. Was mich sehr gefreut hat, ist, wie viel dieses Video angeschaut wurde. Und noch besser, es wurde extrem viel kommentiert. Und diese Fragen und Bemerkungen möchte ich in diesem Video heute beantworten. So, da ging der Ball rein. Da ist die Fahne. Von dort habe ich geschlagen. So, wir können jetzt gleichzeitig die 4 Möglichkeiten beim roten Penalty Area durchgehen. Nummer 1 ist, den Schlag zu wiederholen, genau von dort aus, wo ich gerade gespielt habe, mit einem Strafschlag. Nächste Möglichkeit ist es, den Ball im Wasser zu spielen, wie er liegt. Dann ziehe ich meine Klamotten aus und dann lachst du. Das wäre aber ohne Strafschlag. Und nur jetzt die dritte Möglichkeit, das bringt uns leider nicht. Wir müssen den Kreuzungspunkt finden, wo der Ball das letzte Mal die rote Linie überkreuzt hat. Der Ball flog so, der landete da, rollte so zurück. So, genau da ist der Kreuzungspunkt. Und es ist eine Möglichkeit, auf der Verlängerung der Linie, Fahne, Kreuzungspunkt, beliebig zurückzugehen und irgendwo da zu droppen. Das geht natürlich nicht. Aber das ist manchmal eine gute Variante. Manchmal ist da natürlich schön grün Rasen da. So, hierfür gibt es einen Strafschlag. Und für die nächste Möglichkeit gibt es auch einen Strafschlag. Das ist jetzt die vierte Möglichkeit. Und das ist, was man hier tun würde. Da ist die Fahne, hier ist der Kreuzungspunkt. Jetzt möchte ich meine 2 Schlägelängen messen. Und du siehst, wie ich das in diese Richtung mache. Weil das ist ein 90-Grad-Winkel zu der Linie zur Fahne. Und so bin ich nicht näher am Loch. Ich stecke das Tee da rein. Das hilft mir zu sehen, wo die 2 Schlägelängen sind. Und jetzt droppe ich den Ball kniehoch. Und was passiert da? Der rollt leider rein. Das heißt, ich muss das wiederholen. Hoffentlich bleibt er diesmal liegen. Nee. Wenn er da liegen geblieben wäre, hätte ich dann von da gespielt mit Strafschlag. Aber da der Ball zweimal in die Penalty Area gerollt ist, darf ich beim dritten Mal den Ball schön vorsichtig dorthin liegen. Bleib still. Wo er aufkam. Ein Strafschlag und jetzt kann ich chippen. So, das hat uns echt viele Meter gespart, die Tatsache, dass der Ball da gelandet war. Wenn aber der Ball hier landet, vor dieser roten Linie, dann muss ich den ganzen Stück zurück, weil er hat diese Linie nicht geschafft. Ich empfehle meinen Schülern immer, wenn es erlaubt ist, den Ball aufzutehen, also am Abschlag. Auch wenn man mit den Eisen spielt. Das ist interessant, der Bernhard Lange, der tieht seinen Ball sehr hoch auf, auch mit den Eisen. Dann hält er den Schläger ein bisschen in der Luft und so schafft er es, den Ball sauber wegzubekommen ohne Bodenkontakt. Das ist nicht verkehrt. Aber also vorne links und rechts sind Penalty Areas und wie es so ist, wenn man das alles so sieht, dann, oh nein, da fliegt der Ball
in die rechte Seite der Penalty Area rein. So, das ist klar. Alle haben es gesehen. Eine der Möglichkeiten bei Penalty Areas ist es, wieder vom Ausgangspunkt zu spielen. Nur der Ausgangspunkt ist hier der Abschlag gewesen. Und jetzt ist die Frage, darf ich den Ball wieder aufziehen? Ich habe einen Strafschlag dafür bekommen, aber darf ich ihn wieder so schön auf ein Tee hinlegen? Es kann sein, dass die Antwort zu dieser Frage für dich so klar ist, aber was oft passiert, da sind vier im Flight, einer macht das und dieser Spieler denkt, dass er aufziehen darf, aber die anderen drei im Flight sagen, nee, der Ball muss vom Boden gespielt werden, du musst da droppen oder hinlegen. Das ist dann wirklich schwierig. Man glaubt dann, dass die Mitspieler doch recht haben. Solche Situationen kommen vor. Vielleicht hast du das schon miterlebt. Ja, auf jeden Fall, der Ball darf wieder aufgetiet werden, aber leider mit Strafschlag. Und du weißt doch, der zweite Ball ist immer besser als der erste und der Ball liegt klar auf dem Grün. Reden wir kurz über gelbe Penalty Areas. So, da ist ein gelber Pfosten. Dahinter ist ein roter, weil da fängt eine seitliche Penalty Area an, aber hier vorne ist gelb. Da ist sogar eine gelbe Linie zu sehen, ja, die diese gelbe Penalty Area bezeichnet. Da ist der andere gelbe Pfosten. Da ist das Grün. Und die Frage ist jetzt, was ist die Vorgehensweise? Bei Gelb gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist es, den Ball zu spielen, wie er liegt. Nur diese Penalty Area ist ausgetrocknet und der Ball ist spielbar. Ich darf den spielen, ich darf den Schläger aufsetzen, ich darf einen Probeschwung machen. Wenn ich von irgendwas Künstliches behindert bin, zum Beispiel eine Röhre oder so, da bekomme ich keine Erleichterung, weil das in Penalty Area ist. Und jetzt die zweite Möglichkeit, das ist auch immer eine Möglichkeit. Du darfst zurück zum Ausgangspunkt gehen, aber mit einem Strafschlag zu dem Punkt, wo du den letzten Ball gespielt hast. Wenn es nicht der Abschlag war, schätzen ungefähr, wo es war. Und dann die dritte Möglichkeit, und das ist jetzt wichtig, und das wird manchmal falsch gemacht. Wir müssen erstmal gucken, genau wo ist der Ball in die Penalty Area geflogen? Wo hat der Ball die gelbe Linie überkreuzt? Und das war genau da. Stellen wir uns vor, das ist alles Wasser, so der Ball kann nicht gespielt werden, wie er liegt. Ich will nicht zurück zum Ausgangspunkt. So, hier gucke ich, wo die Fahne ist. Ich gucke, wo der Kreuzungspunkt ist. Und dann ziehe ich mir eine Linie von der Fahne durch diesen Kreuzungspunkt durch und ich droppe den Ball irgendwo auf diese Linie beliebig zurück. So, hier ist ein bisschen zu viel raff. Ah, hier ist besser. Und da droppe ich den Ball kniehoch. Aber jetzt kommt der Punkt. Wenn der Ball gegen diesen Hang gelandet wäre, gesprungen wäre, zurückgesprungen wäre, zurück in die gelbe Penalty Area, wo muss man da droppen? Auch da musst du wieder über die Penalty Area spielen. Okay? So ist nicht wie beim Rot. Beim Rot, wenn er hinterlandet und zurückspringt, darfst du dort droppen innerhalb zwei Schlägelängen seitlich.